Meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die Plenarsitzung, die 84. und heiße Sie herzlich willkommen. Ich begrüße die Landesregierung, begrüße die Besucher auf der Tribüne, allen einen schönen guten Tag. Die Tagesordnung vom 4. Oktober trage ich Ihnen vor, nachdem ich festgestellt habe, dass das Haus beschlussfähig ist. Wenn er widerspricht, dann ist es so. Wir haben 39 Punkte inklusive des Nachtrages am heutigen Tage. Wir haben von 34 bis 38 Tagesordnungspunkte aktuelle Stunden, die wir nach unserer Geschäftsordnung behandeln, und zwar am Donnerstagvormittag um 9 Uhr, wie gehabt. Vereinbart wurde zwischen den Fraktionen, dass die Tagesordnungspunkte 15 und 16 von der Tagesordnung abgesetzt werden für das nächste Plenum. Am Donnerstag wird die Plenarsitzung nach Top 14 beendet. Ich habe gedacht, ihr protestiert jetzt alle wieder nichts. Gut, dann wieder. Und nach der Händchenrunde, okay, alles klar. Und deswegen stelle ich fest, dass die Tagesordnung genehmigt ist. Auch hier kein Widerspruch, dann können wir danach verfahren. Wir beginnen mit der Fragestunde, das ist klar. Wir kommen dann zu Top 2, das ist auch klar. Entschuldigt fehlt der Ministerpräsidenten ab 18 Uhr heute Abend. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Hauptausschuss zusammen im Sitzungsraum 501a, also Hauptausschuss 501a nach der Sitzung. Allerdings nur dann, wenn auf der Tagesordnung stehendes Gesetzentwurf zuvor vom Plenum überwiesen worden ist. Das ist klar, da gibt es einen Punkt, um den geht es dann. Das werden wir dann in der Debatte sehen. Wir haben zwei runde Geburtstage. Ich fange mal in der alphabetischen Reihenfolge, nicht in der Datumsreihenfolge von hinten an. Ich möchte mich herzlich gratulieren, Frau Kollegin Erfurth, für einen wunderschönen Geburtstag. Alles Gute, Frau Kollegin Erfurth. Sie ist völlig überrascht. Ist ja auch schon fast eine Woche her. Ja, so ist das. Okay. Ich gratuliere zum 60. Geburtstag. Das ist schon etwas länger her, Mitte September. Herrn Abg. Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn. Lieber Jörg-Uwe Hahn, lieber Jörg-Uwe, alles Gute, Gottes Segen für die nächsten 60 Jahre. Du warst schon mit 50 grau, aber was soll's. Meine Damen und Herren, das waren die amtlichen Bekanntmachungen.